Vielleicht fange ich einfach schon mal an. Vielen Dank, Herr Bommer, für die Einladung. Als ich zusagte, nach Frankfurt zu kommen, wusste ich ja nicht, dass der HSV heute noch ein wichtiges Spiel haben würde. Und vielleicht ist es auch ganz gut, dass ich hier bin und das Spiel vielleicht gar nicht sehen kann, je nach Ausgang. Jedenfalls freue ich mich, dass ich hier sein darf. Und ich möchte Ihnen, sofern ich das kann, vielleicht aus der Sicht eines Volkswirts, eines Makroökonomen, die gegenwärtige Situation der Weltwirtschaft, der Konjunktur mal erläutern. Das wissen Sie, es gibt so viel derzeit darüber zu berichten, über die Kapitalmärkte, die Finanzmärkte, die EZB flutet weiterhin die Märkte, die Federal Reserve steht vor der Zinswende, hat das jetzt verschoben, weil es vielleicht doch noch nicht so robust ist. Das heißt, die Welt befindet sich, Sie kennen das Akronym, in einer VUCA-Welt, also Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity. Und das ist sozusagen die Situation, in der Sie alle auch Entscheidungen treffen müssen. Ich habe das Privileg, das vielleicht analysieren zu dürfen, mal einen Kommentar oder einen Hinweis zu geben, eine Interpretation. Aber Sie alle müssen Entscheidungen treffen, was in diesem Umfeld ganz schwierig ist. Insofern gestatten Sie, dass ich mich nicht um die Folgen für die Asset Allocation im engeren Sinne kümmere. Die Folgen müssen Sie selbst ziehen. Ich kann vielleicht einige Hinweise geben, aber ich möchte im Wesentlichen auf vier Fragen eingehen im Folgenden, nämlich was ist eigentlich mit der Krise, in welchem Zustand der Krise befinden wir uns eigentlich, ist sie überwunden oder stehen wir womöglich schon vor der nächsten Krise? Und zweitens, wohin fließt eigentlich das viele Geld, mit dem die EZB die Märkte flutet und versucht, die Folgen der Krise zu lindern? Drittens, die Kreditklemme. Haben wir eigentlich eine? Was sind die regulatorischen Rahmenbedingungen auch von Banken derzeit in Europa? Kommt das Geld, das die EZB an die Märkte bringt, wirklich an oder deponieren das die Geschäftsbanken bei der EZB? Das ist ja auch einer der Gründe, warum die Negativzinsen jetzt in aller Munde sind. Und viertens schließlich der Blick vielleicht über die kurzfristige Sicht hinaus, wie und wo ist eigentlich Wachstum zu erwarten? Das ist natürlich eine Frage, die sich ganz viele stellen. Wir haben, Sie kennen die Hinweise auch vom Internationalen Währungsfonds, sehr moderates Wachstum in der Weltwirtschaft und die Frage stellt sich, wo und wann dürfen wir eigentlich mehr Wachstum erwarten und wo können die Akteure, wo können die Investoren, die Sparer eigentlich jetzt reingehen, um eben Rendite bei vertretbarem Risiko, das ist ja auch die Frage, zu investieren. Ich habe mal drei Bilder mitgebracht, weil ich finde, dass der Economist auch mit Bildern manchmal mehr sagen kann, als man mit vielen, vielen Worten das tun kann. Und Sie sehen die Zusammenstellung, ein Triptychon vielleicht der aktuellen Krise. Also es begann damit World on the Edge, das war 2008, als wirklich die Welt vor dem Abgrund stand. Und jetzt können Sie das zweite Bild selbst interpretieren, ob wir wirklich reingefallen sind oder runtergefallen sind oder ob wir den Absturz gerade noch vermieden haben. Ich würde sagen, ja, wir sind runtergefallen, aber wir haben im Grunde relativ schnell wieder Oberwasser bekommen durch den Einsatz von Geld- und Fiskalpolitik. Dennoch stellt sich die Frage, what next? Und das betrifft Sie ja alle persönlich auch, vielleicht nicht privat, aber zumindest beruflich. Also was kommt eigentlich? Und in dem Zustand, in der Situation befinden wir uns gerade und damit verbunden die sehr wichtige Frage, was ist die Zukunft der Globalisierung? Wie sieht das aus? Wir haben geopolitische Risiken, die uns verfolgen. Wir haben eine Weltwirtschaft, die sich gerade verändert. Ich war letzte Woche in China auf dem europäisch-asiatischen Wirtschaftsgipfel und ich kann Ihnen sagen, dass die Chinesen gerade sehr, sehr viel machen. Sie wissen, dass die Wachstumsraten von 10% dann auf vielleicht 7-8% gefallen sind und wahrscheinlich noch ein bisschen weiter sinken werden auf vielleicht 6-6,5%. Aber die Chinesen versuchen, wie das ihre Art ist, sehr konsequent die Quellen neuen Wachstums zu erschließen. Die gehen auf jeden Fall den Schritt Richtung Nachhaltigkeit, was auch, wenn man die Situation vor Ort kennt, auf jeden Fall notwendig ist. Aber sie machen das ist die Botschaft, mit großer Konsequenz. Und ich bin sicher, dass China Role Model sein wird für ganz viele Schwellenländer auf dem Weg, neues Wachstum für sich, nachhaltiges Wachstum für sich zu erschließen.
Es macht vielleicht Sinn, nochmal die Ursachen der Krise zu rekapitulieren, weil darüber keinesfalls Klarheit oder Einvernehmen besteht. Und Sie erinnern sich noch an die Jahre des beschleunigten Wachstums der Weltwirtschaft, der Globalisierung. In dieser Phase haben wir sehr optimistische, überoptimistische Erwartungen erzeugt, wie wir mittlerweile wissen. Und damals sind auch Zinsversprechen gegeben worden zwischen Gläubigern und Schuldnern, die heute nicht erfüllbar sind. Damals sind Zinsversprechen von vielleicht real 5% gegeben worden und davon können wir nicht mal 2% erfüllen. Was das für die Finanzmärkte bedeutet, muss ich Ihnen nicht sagen. 3 Prozentpunkte fehlen realen Wachstums, die es einfach nicht gegeben hat, die jetzt verteilt werden müssen. Das sind die Kosten der Krise, die müssen irgendwie verteilt werden. Irgendjemand trägt die. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Folgen der Krise nicht so leicht und schnell verarbeitbar sind, sondern hat zur Folge, dass wir immer noch und auch die Zentralbanken damit befasst sind, die Folgen der Krise in den Griff zu bekommen. Und auch diese Überinvestition in den Phasen der beschleunigten Globalisierung hat eben auch zur Ausprägung von globalen Ungleichgewichten geführt, also die hohe Ersparnis in China, die Verschuldung in den USA, aber auch innerhalb der Eurozone natürlich und gleichzeitig die Entstehung von Vermögenspreisblasen. Alles das ist eine Folge dieser beschleunigten Globalisierung. Systemische Risiken haben sich aufgebaut auf nicht adäquat regulierten internationalen Kapitalmärkten. Regulierungsversagen von Institutionen haben wir auch erlebt. Und insofern ist die Finanzkrise und auch die Eurokrise vielleicht kein Zufall, sondern das Ergebnis von Fehlentwicklungen, die wir alle nicht gesehen haben. Auch meine Zunft, meine Disziplin hat es nicht in ausreichendem Maße gesehen. Vielleicht war das auch schwierig, vielleicht konnte man das auch gar nicht sehen. Jedenfalls sind das die Ursachen. Ist das der Befund, den wir heute stellen müssen, dass die Krise eben nicht vorhersehbar war, aber eben ganz klare Entwicklungslinien hatte, ganz klare Ursachen hatte, die wir heute relativ klar mit dem Blick zurück analysieren können. Sie erlauben vielleicht einen kleinen theoretischen Exkurs, der mir wichtig ist, weil das ganz entscheidend ist für die Frage, wie wir der Krise eigentlich begegnen. Wir unterscheiden ein bisschen zwischen der keynesianischen Krisentheorie, die eher eine Unterkonsumptionstheorie ist, also auch was mit fehlendem Vertrauen zu tun hat. Die Wirtschaft bricht zusammen, weil die Akteure sich nicht mehr vertrauen, die Unternehmen fangen an zu sparen, die Unternehmen stellen die Produktion ein, entlassen Mitarbeiter und so gibt es eben eine Vertrauenskrise in der Wirtschaft. Und daneben die Vorstellung der Österreicher, eine lange Zeit vergessene Theorie, die jetzt aber mit der neuen Finanzkrise wieder hochgekommen ist. Die Österreicher sagen, eine Krise ist immer eine Überinvestitionskrise. Also wir haben in der Zeit niedriger Zinsen, in den ersten Jahren der Globalisierung zu viele Investitionen getätigt in der Erwartung, dass wir sehr lange hohes Wachstum haben würden. Und diese hohen Investitionen sind eben zu viel, in Teilen zu viel getätigt worden, sind nicht mehr refinanzierbar, es gibt keine Rendite mehr auf diese Investitionen. Und das Einzige, was uns bleibt, ist, dass wir die Kosten einer solchen Überinvestition tragen müssen. Und das ist der Stand im Grunde auch der Krise jetzt, der Krisenbekämpfung. Wir haben einfach reale Kosten, die auch, ich komme später noch darauf, durch die Geldpolitik womöglich gar nicht liquidierbar ist, sondern das sind reale Kosten, die wir verteilen müssen und die wir am Ende eben auch tragen müssen. Also mit anderen Worten, wohin fließt eigentlich dieses viele Geld? Nützt das eigentlich? Hilft es, die Krise zu bewältigen? Und Sie sehen hier etwas, wie ich finde, sehr Eindrucksvolles, dass nämlich die Geldmenge, und wir reden jetzt nicht von der Geldmenge oder dem Geld, was bei den Geschäftsbanken entsteht, sondern dem Geld, was bei der Zentralbank oder den Zentralbanken entsteht, dass es dort eine erhebliche Aufblähung gegeben hat. Sie sehen, dass das im Grunde alle Zentralbanken der Welt betrifft, dass wir seit 2007, 2008, eigentlich erst 2009, als dann auch klar wurde, dass wir stützend tätig werden müssen,
sich die Zentralbankbilanzen massiv ausgeweitet haben. Wir sind jetzt, Sie sehen ganz links die Abbildung aufstrebende und fortgeschrittene Volkswirtschaften. Wir sind jetzt in der Summe bei vielleicht 50, 60 Billionen Zentralbankgeld und wir haben ein Weltinlandsprodukt oder Sozialprodukt von ungefähr 80 Billionen. Sie sehen im Grunde, dass auf jeden Euro, den wir real an Wertschöpfung haben, mittlerweile auf der Welt mittlerweile ein Euro oder eine Geldeinheit Zentralbankgeld kommt. Das ist ein Zustand, den wir noch nie hatten und was auch zeigt, in welch außergewöhnlichen Situation wir uns gerade befinden. Wenn Sie jetzt hier sich die beiden Bilanzen der EZB und der Federal Reserve angucken, dann sehen Sie, dass natürlich beide Zentralbanken aktiv geworden sind, 2008, 2009. Sie sehen aber auch, und das finde ich interessant, dass die Fed natürlich sehr viel konsequenter, sehr viel offensiver mit der Krise umgegangen ist. Die Fed, das sehen Sie vielleicht, ist die etwas dunklere Linie. Also die Fed hat Ende 2008 sehr massiv gegengesteuert. Und da sehen Sie auch schön dieses Quantitative Easing 1, 2 und 3. Es gab ja drei verschiedene Aufkaufprogramme. Und Sie sehen, jedes Mal gab es in den Kurven, ich hoffe, Sie können es sehen, einen solchen Sprung in der Zentralbank-Geldmenge. Die EZB etwas weniger konsequent, was auch verständlich ist, weil die EZB nicht so wie die Fed agieren kann natürlich, weil die EZB eben verantwortlich ist für einen Währungsverbund von Volkswirtschaften. Die Fed hat schon immer sehr viel autonomer Geldpolitik gemacht, musste weniger Rücksicht nehmen auf währungspolitische Konsequenzen ihrer Politik. Insofern verständlicherweise, aber doch konstatieren müssen wir, dass die EZB weniger aggressiv, etwas zurückhaltender interveniert hat. Und jetzt sehen Sie aber, so langsam wieder anfängt, doch durch das eigene Quantitative Easing an den Märkten zu intervenieren. Sie wissen, 60 Milliarden jeden Monat kauft die EZB an den Märkten Anleihen auf und da sehen Sie, so eine kleine Treppe kündigt sich da schon an und das ist genau dieses Programm, das Quantitative Easing der EZB. Was passiert nun mit diesem Geld? Das ist ja erstmal Zentralbankgeld, was noch gar nicht in der Wirtschaft ankommt, sondern das ist das Geld, mit dem sich Geschäftsbanken bei der EZB refinanzieren. Und die Sorge der EZB war ja, dass dieses Geld nicht in der realen Wirtschaft ankommt, nicht bei den Haushalten und nicht bei den Unternehmen. Und tatsächlich haben wir über viele Monate und Jahre mittlerweile gesehen, dass dieses Zentralbankgeld, das in riesigen Mengen geschaffen worden ist, nicht wirklich ankommt in der Realwirtschaft, zumindest nicht über Kredite, natürlich über Vermögensmärkte schon. Es hat auch tatsächlich dazu beigetragen, Vermögenspreise zu stützen. Das war auch ein Ansatzpunkt der EZB, aber es kommt eben nicht so sehr in den Krediten an. Und das sehen Sie auch hier ganz schön. Das sind die bekannten Geldmengenaggregate M1, M2, M3. Und Sie sehen, dass zum Ende hin, Ende 2014, M1 allmählich wieder etwas ansteigt. M1 ist hochliquide, das ist sozusagen in enger Abgrenzung Geld, also die liquideste Version gewissermaßen des Geldes. Und das zeigt auch, dass immer noch eine gewisse Vorsicht bei den Anlegern da ist. Sie gehen also nicht in längerfristige Anlagen, sondern halten das in Form von M1, also im Grunde von Sichteinlagen und im Grunde von Spareinlagen mit dreimonatiger Kündigungsfrist. Also sehr, sehr liquide, sehr kurzfristig. So, wenn man sich jetzt anguckt, wie die Geldpolitik eigentlich agiert, dann kann man zu dem Schluss kommen, dass da im Grunde fast eine neue Allmachtsfantasie auch der Zentralbanker aufkommt. Im Grunde haben wir das Krisenmanagement ganz in die Hände der Zentralbanker gelegt. Die Fiskalpolitik hält sich stark zurück, hat natürlich auch Hausaufgaben zu machen, muss öffentliche Haushalte konsolidieren, sodass wir im Grunde in der Welt, aber auch speziell in der Eurozone damit leben müssen, dass die Geldpolitik diejenige ist, die im Grunde die Krise managen muss. Und die Frage ist, kann sie das eigentlich oder überfordern wir nicht die Geldpolitik mit dieser Aufgabe? Also ich habe das mal überschrieben mit Zauberei, Hybris oder Great Moderation. Sie kennen das, Great Moderation, das war die Vorstellung, dass Geldpolitik, zumindest in Kombination auch mit Fiskalpolitik, in der Lage ist,
alle Schwankungen im Grunde auszugleichen, dass wir in sehr ruhigen Fahrwassern uns bewegen. Und seit der Krise müssen wir leider zur Kenntnis nehmen, das ist nicht so, sondern wir müssen eben doch nochmal intervenieren und den Einsatz der Geldpolitik eben in Kauf nehmen, um die Krise zu bewältigen. Am Ende stellt sich die Frage, können wir mit den Mitteln der Geldpolitik eigentlich, also mit diesem vielen Geld, eigentlich die realen Kosten der Krise tragen oder verteilen? Und das hatte ich zu Beginn angesprochen, wir haben eine gigantische Umverteilung zwischen Gläubigern und Schuldnern. Und interessanterweise hat sich die Politik am Anfang der Krise auch und insbesondere in der Euro-Krise entschlossen, Gläubiger ganz massiv zu schützen. Als es in der Eurozone darum ging, die systemischen Ansteckungsgefahren zu beherrschen, da konnte man Griechenland eben nicht fallen lassen, sondern da wusste man, wenn wir jetzt Griechenland und die Gläubiger, dessen Gläubiger fallen ließe, dann würde sich die Krise ausbreiten auf ganz viele andere Länder, auf Italien, Spanien, und dann würden wir im Grunde die Eurozone nicht halten können. Also war Gläubigerschutz das erste Gebot der Stunde, und genau das war der Ansatz der Politik, also die Gläubiger zu schützen, eben keinen Ausfall von Krediten, von Anleihen zuzulassen. Und wer konnte das tun? Am Ende war es Mario Draghi, der sagte, whatever it takes to preserve the euro will be taken and be sure it will be enough, oder so ähnlich hat er jedenfalls gesagt. Und das war das Signal an die Finanzmärkte, wir brauchen uns keine Sorgen machen, im Notfall hilft eben die EZB mit ganz, ganz viel Geld, um die Krise zu stabilisieren. Das war aber der Zustand zu Beginn der Krise, als es womöglich tatsächlich keine Alternative dazu gab, Griechenland zu retten. Da hat man also den harten, schnellen Schuldenschnitt vermieden zugunsten der Gläubiger. Und was war die Folge? Die Folge war, dass wir deshalb die Kosten der Krise im Grunde zeitlich strecken mussten. Und damit sind wir jetzt im Grunde, wenn Sie erlauben, die Interpretation, damit sind wir jetzt konfrontiert, dass wir nämlich über eine relativ lange Zeit mit sehr niedrigen Zinsen leben müssen. Das ist im Grunde die Alternative gewesen, die man uns aber lange Zeit verschwiegen hat, ob bewusst oder unbewusst. Jedenfalls ist das die Konsequenz einer Politik, die einen extremen Gläubigerschutz am Anfang betrieben hat, zu sagen, dann müsst ihr aber die Kosten tragen, indem wir über eine sehr lange Zeit sehr niedrige Zinsen haben werden. Das heißt aber nicht, dass die Kosten der Krise weg sind, sondern die sind ja da. Diese Überinvestitionen sind ja getätigt worden. Man kann nicht so tun, als ob die jetzt nicht da sind. Das heißt, die Frage ist, was passiert eigentlich mit einer Politik, die versucht, die Kosten, die realen Kosten einer Krise mit viel Geld zuzuschmieren? Das muss ja irgendwelche Konsequenzen haben. Und die hat es natürlich, denn wir sehen, dass wir bestimmte Risiken in den Märkten haben, die aber nicht richtig, nicht adäquat eingepreist sind. Wir haben viele institutionelle Anleger, die ins Risiko gehen, Search for Yield, das kennen Sie, also die Suche gerade für Lebensversicherer, die ja einen Garantiezins erwirtschaften müssen, die gehen natürlich jetzt auf der Suche nach Rendite auch in Risiken, die vielleicht von den Anlegern gar nicht gewollt werden, sodass sich wieder eine Diskrepanz aufstellt oder bildet zwischen dem Risikobewusstsein, dem Risikoverhalten der Anleger, der Kleinsparer und dem, was institutionelle Investoren aus deren Geldern, aus deren Einlagen machen. Und das ist aus meiner Sicht eine ganz gefährliche Entwicklung, die sich da aufbaut. Also eigentlich eine Gesellschaft, die risikoaverser geworden ist nach der Krise, und Anlegern, die durch die Niedrigzinspolitik im Grunde in Risiken getrieben wird. Also meine Schlussfolgerung wäre, es gibt keinen Easy Exit aus dem Krisenmanagement. Und eher sehe ich, dass wir tatsächlich ein New Normal haben oder eine säkulare Stagnation, wie die Volkswirte das nennen, also eine relativ lange Periode schwachen, moderaten Wachstums. Und auch der IMF, der Internationale Währungsfonds, hat ja jüngst darauf hingewiesen, dass in vielen Ländern das Potenzialwachstum, also das, was wir real tatsächlich angebotsseitig erwarten können an Wachstum,
sehr stark gelitten hat, auch durch die Krise, und dass wir tatsächlich womöglich laufen in eine Phase 15, vielleicht auch noch länger Jahre, in denen wir mit relativ geringem Wachstum leben müssen. Was macht die Situation nach wie vor relativ komplex und schwierig? Das ist die Kombination aus Debt Overhang und Zero Lower Bound. Sie wissen, also Schuldenüberhang, und das betrifft natürlich eher die Fiskalpolitik, und auf der anderen Seite die Nullzinsgrenze der Zentralbanken. Die sind jetzt mit der Schwierigkeit konfrontiert, mit dem Problem konfrontiert, eben die Zinsen, die Nominalzinsen zumindest, nicht weiter senken zu können. Wir haben noch kein digitales Geld. Sie haben die Diskussion wahrscheinlich verfolgt, wo man im Grunde den Nominalwert des Geldes einfach dadurch reduziert, dass man sagt, naja, also das, was wir jetzt gutgeschrieben haben, das wird einfach mal jedes Jahr um 2% im Wert gemindert. Wir haben noch Bargeld, das heißt, die Hände der Geldpolitik sind gebunden dadurch, dass wir eben im Grunde keinen echten Verlust, keinen Nominalwertverlust des Geldes erzeugen können. Insofern stellt sich die Frage, was tun wir mit den Negativzinsen, zumindest den realen Negativzinsen? Ist das womöglich das Ende des Kapitalismus? Wie soll man investieren, wenn das, was man spart, eben keinen Zinsertrag mehr hat? Nicht? Und das ist natürlich für die Mechanik der Finanzmärkte etwas völlig Neues, mit realen Negativzinsen umzugehen. Andererseits würde ich sagen, das ist eine temporäre Erscheinung. In 2-3 Jahren haben wir natürlich auch wieder eine Normalisierung der Geldpolitik und auch dann noch eine Normalisierung der Zinsstrukturkurven. Aber im Moment ist es so, dass wir bei sehr niedrigem Wachstum und sehr großer Unsicherheit eben auch einen Preis zahlen für die Sicherheit. Und das führt eben dazu, dass Anleger, Sparer sich manchmal begnügen mit einem realen Verlust, nur zu dem Preis, dass wir eben sicher sein können, dass wir zumindest den Verlust minimieren. Nicht? Das ist also die Risikoprämie derzeit bei sehr niedrigen Zinsen. Das bedeutet eben, dass wir einen realen Einkommensverlust nicht nur hinnehmen, sondern auch hinzunehmen bereit sind. Die Frage wird natürlich sein, wann kommt die Normalisierung der Geldpolitik, insbesondere in den USA? Sie haben das verfolgt. Janet Yellen hat jetzt zunächst am Anfang des Jahres gesagt, die kommt relativ schnell, vielleicht im Juni der erste Zinsschritt. Jetzt haben wir heute den 1. Juni und der erste Zinsschritt ist aber relativ weit entfernt. Und die Frage stellt sich derzeit, ob tatsächlich die Fed überhaupt noch in diesem Jahr oder nicht vielleicht erst im nächsten Jahr den ersten Zinsschritt gehen wird. Und Sie sehen auch, warum die Fed den ersten Schritt tun wird. Sie sehen hier unten die Arbeitslosigkeit. Die obere Linie ist die Arbeitslosenquote in der Eurozone. Die drunterliegende ist die Arbeitslosigkeit in den USA. Und Sie sehen im Grunde den ersten Aufbau der Arbeitslosigkeit gab es 2008, 2009. Und danach ging es für die USA natürlich zurück, was auch für die USA relativ lange gedauert hat. Aber Sie sehen, 2011, der Höhepunkt der Eurokrise, kam es nochmal zu einem zweiten Anstieg in der Eurozone und die Arbeitslosigkeit in der Eurozone verharrt im Grunde bei ungefähr 11,5%. Das ist historisch hoch natürlich und ein Zustand, der die EZB natürlich veranlasst, die Zinsen noch lange niedrig zu halten, sodass wir im Grunde, das sehen Sie auch hieran, real eine konjunkturelle Entkopplung der Eurozone von den USA haben, und sodass sich am Ende die Frage stellt, was passiert eigentlich mit den Zinsstrukturkurven in den USA? Haben wir dort eine Normalisierung? Und was passiert im Verhältnis dazu mit der Zinsstrukturkurve in Europa? Ein wichtiger Teil der Frage, wohin das Geld fließt, betrifft natürlich auch die Preise. Sie wissen, dass wir lange Jahre, lange Monate eigentlich eher die Deflation gefürchtet haben als die Inflation. So langsam kann man aber die Frage stellen, was passiert eigentlich mit diesem vielen Geld, wenn so langsam die Wirtschaft sich erholt? Zumindest in Deutschland sehen wir schon, dass das Geld tatsächlich auch die gute Konjunktur wieder in die Preise geht. Wir haben Streiks bei der Bahn, aber auch andernorts, relativ hohe Lohnabschlüsse, was ich gar nicht kommentieren will, sondern was okay ist, weil ja dahinter auch ein reales Produktions- oder Produktivitätswachstum liegt. Aber zumindest sehen wir, dass dieses viele Geld eben auch langsam in die Preise geht, sodass sich am Ende die Frage stellt,
Sie kennen noch diese alte Quantitätstheorie, vielleicht auch nicht, aber jedenfalls die Geldmenge steigt und irgendwie muss das Geld ja, irgendwo muss das Geld ja hin und das kann entweder in den Aufbau realer Produktion gehen, dann steigen die Preise nicht notwendigerweise, oder es geht halt direkt in die Preise. Und das ist halt die Frage, wo stehen wir da gerade? Geht es in P, also in die Preise, oder geht es in reale Produktion? Und in beiden Fällen wäre meine Empfehlung, mein Schluss, meine Schlussfolgerung, dass es gut wäre, Aktien zu haben, weil sie einerseits mit Aktien gut gegen Inflation geschützt sind, wie mit anderen Sachwerten vielleicht auch, aber der Unterschied vielleicht zu Gold und anderen Sachwerten, die vielleicht auch von großer Volatilität geprägt sind, haben sie bei Aktien eben die Garantie, dass sie in dem Fall, dass das Geld nämlich in Y, also in die Produktion geht, eben auch an Produktivvermögen teilhaben. Und das wissen Sie alle viel besser als ich, die Immobilienpreise haben immer eine Tendenz zur Blasenbildung. Wir haben jetzt gerade am Institut eine Studie veröffentlicht, die sehr schön zeigt den Zusammenhang zwischen Geldpolitik und Immobilienpreisen. Überraschenderweise ist der Impuls oder die Transmission von Geldpolitik in Immobilienpreise sehr sicher, eine sehr gesicherte Erkenntnis, weil, das kennen Sie aus Ihrem Bekanntenkreis, immer dann, wenn die Zinsen sinken, beginnt jeder darüber nachzudenken, Wohneigentum aufzubauen. Das ist also der erste Ansatzpunkt, vielleicht mit billigem Geld irgendwas anzufangen. Insofern ist der Nexus expansive Geldpolitik, Immobilienpreise sehr evident und damit natürlich auch die Gefahr einer Blasenbildung. Rohstoffe muss ich Ihnen nicht sagen, ebenfalls sehr volatil, 50% runter, jetzt 50% rauf, das alles irgendwie binnen von einigen Monaten. Also auch da haben wir im Grunde keine Assetklasse, die eine Alternative für Aktien darstellt. Für Anleihen gilt das Gleiche. Das habe ich neulich in einer Zeitschrift gelesen, fand ich ganz, ganz witzig. Anleihen als zinsloses Risiko, also es ist nicht mehr so wie früher, dass es kein Risiko mehr gäbe, sondern neben dem sehr niedrigen Zins ist eben jetzt auch noch das Ausfallrisiko bei Anleihen hinzugekommen. Insofern zinsloses Risiko, fand ich eine ganz schöne Umschreibung der Anleihen. Vielleicht als vorletzten Punkt die dritte Frage, Kreditklemme trotz Geldschwemme. Das hatte ich schon angesprochen, also die Frage, wohin geht das Geld eigentlich? Und Sie sehen, es kommt in vielen Ländern eben nicht bei den Unternehmen und den Haushalten an. Und zwar, und das ist das Interessante, wie ich finde, es kommt nicht an in den Krisenländern. Also da, wo der geldpolitische Impuls im Grunde landen soll, da kommt er aber nicht an, sondern Sie sehen, wo landet er? Er landet in Deutschland. Da kommt es zum Aufbau von Vermögenspreisen und Vermögenspreisblasen womöglich über die Vergabe von neuen Krediten an Haushalte. Und so dass wir im Grunde, den Begriff kennen Sie auch, diese wandernden Blasen haben in der Eurozone. Das heißt, der geldpolitische Impuls geht gerade dorthin, wo wir ihn nicht gebrauchen können. Und so haben wir immer Ungleichgewichte, die sich räumlich verteilen, je nachdem, wo es gut und wo es schlecht läuft. Es haben sich natürlich, oder die Kreditklemme ist natürlich auch eine Folge der Risikoperzeption bei Banken. Die fragen sich natürlich auch, wo kann ich reingehen, wo kann ich Kredite vergeben? Und gleichzeitig haben sich, das wird ja vielleicht später auch noch Thema sein der Diskussion, welche regulatorischen Änderungen haben sich eigentlich für Banken ergeben und haben wir die Kreditklemme vielleicht nicht auch deshalb, weil wir regulatorisch ein bisschen überzogen haben und das viele Geld, was die EZB gerade an den Markt bringt, kommt nicht an, weil wir gleichzeitig die regulatorische Schraube angezogen haben. Und das wäre natürlich ein Konflikt zwischen Geldpolitik und Regulierung der Finanzmärkte, der sehr unschön wäre, weil wir dadurch natürlich auch die Transmission der Geldpolitik nachhaltig und systematisch gestört hätten. So, jetzt will ich Sie nicht, um Gottes Willen, nicht langweilen und schon gar nicht erschrecken. Ich hoffe eher langweilen als erschrecken, aber das weiß ich nicht. Mit dem ISLM-Modell. Vielleicht erinnern Sie sich, ich versuche es kurz und knapp zu machen. Sie haben zwei Kurven,
einmal den Gütermarkt, einmal den Geldmarkt. Und wenn Sie jetzt Geld an den Markt geben, dann verschiebt sich die LM-Kurve, der Zins fällt und das Einkommen steigt, weil die Investitionen zunehmen. Das ist die Situation, so wie es eigentlich sein sollte. Und jetzt schauen Sie, so ist es heute. Wir haben nämlich eine Liquiditätsfalle und eine Investitionsfalle, nämlich beides. Das wird manchmal vernachlässigt. Liquiditätsfalle heißt, die Geldmenge wird erhöht, aber die Zinsen können gar nicht weiter fallen, weil wir ja schon an der Nullzinsgrenze sind. Und selbst wenn der Zins weiter fallen könnte, die Investitionen würden gar nicht darauf reagieren, weil die Unternehmen sich sagen, naja, warum soll ich investieren, wenn meine Kapazitäten auch jetzt schon nicht ausgelastet sind? Warum soll ich denn jetzt noch eine zweite Fabrikhalle bauen, wenn die erste schon nicht ausgelastet ist? Nur weil die Zinsen niedrig sind? Natürlich nicht. Also die Nachfrage fehlt und da fehlt im Grunde dann auch die Fiskalpolitik als Ergänzung zur Geldpolitik. Aber das hatte ich eingangs gesagt, der Fiskalpolitik sind die Hände gebunden und die Geldpolitik, wenn man sich dieses Bild anguckt, ist dadurch vielleicht überfordert. So, jetzt vielleicht zu der abschließend, ich hoffe, ich bin noch einigermaßen in der Zeit, zur vielleicht wichtigsten Frage, wo ist eigentlich Wachstum zu erwarten? Und wir haben uns mal in einer anderen Studie darüber Gedanken gemacht, was sind eigentlich Szenarien der Weltwirtschaft? Und das ist dabei rausgekommen, wir befinden uns in der Mitte. Und jetzt ist die Frage, wohin driften wir ab? Gehen wir nach oben? Also erzeugen wir Wachstum bei großer Unsicherheit, dass wir so etwas wie eine Blasenökonomie, die natürlich dann auch das Potenzial hat, schnell wieder zu platzen. Driften wir nach unten links, dann haben wir sowas wie säkulare Stagnation. Wir haben sehr niedriges Wachstum. Kann sein, dass die Unsicherheit auch aus den Märkten rausgeht, aber auch das ist natürlich kein schöner Zustand. Oder haben wir ein pessimistisches Szenario, müssen wir uns mit niedrigem Wachstum bei hoher Unsicherheit zufrieden geben? Oder schaffen wir es tatsächlich, neue Wachstumskräfte zu entfalten, zu aktivieren? Dann kann es sein, dass wir Unsicherheit aus dem Markt nehmen und gleichzeitig höheres Wachstum erzeugen können. Also das ist die Situation und Sie können selbst entscheiden, wohin Sie tendieren, was Sie gerade fürchten, was Sie gerade erhoffen. Aber das ist vielleicht umschreibt zumindest mal ganz gut die möglichen Szenarien der Zukunft der Weltwirtschaft. Wenn Sie vielleicht mal grob unterscheiden wollen in Wachstumsregionen, dann können wir ganz grob in entwickelte Volkswirtschaften und Schwellen- und Entwicklungsländer unterscheiden. Und das ist eine Prognose des IMF. Wir haben vielleicht durchschnittlich 1,6-1,5% vielleicht in den entwickelten Volkswirtschaften und wir haben 5,2% im Durchschnitt in den Schwellen- und Entwicklungsländern. Wo wir natürlich auch eine Abschwächung des Konvergenzwachstums haben. Also China, Indien wachsen eben nicht mehr mit 10%, sondern mit 6 oder 7%, vielleicht ein bisschen qualitativer mittlerweile oder nachhaltiger, als es in den vergangenen Jahren waren. Aber was die reine Wachstumsrate angeht, sicherlich weniger als noch vor einigen Jahren. Sie sehen aber auch, dass man aus diesem Trend, ich würde sagen, es ist schwieriger, in einen Trend zu investieren, als in bestimmte Branchen. Das heißt, Sie müssen heute, glaube ich, sehr viel genauer hingucken, wo Sie investieren. Es reicht nicht zu sagen, da läuft es gut, da hänge ich mich dran, da springe ich auf und dann zähle ich mit zu den Gewinnern, sondern Sie müssen heute sehr viel genauer hingucken, wo Sie Renditen, wo Sie Chancen haben und das ist meine persönliche Einschätzung. Ich glaube, dass Sie in Technologie investieren sollten, langfristig, mittelfristig, weil wir in einer Phase sind, in der Technologie ganz viele Probleme lösen wird. Ob es Umweltprobleme sind, ob es Fragen der Migration sind, das alles sind, oder die Digitalisierung, die uns bevorsteht, alles das sind Dinge, das sind angebotsseitige Wachstumsfaktoren, die viel mit Technologie zu tun haben. Insofern pauschal würde ich sagen, Technologiewerte sind das, worin man gehen sollte. Und Sie sehen das auch den MDAX gegenüber dem DAX. Also Sie haben schon ein Rendite-Spread und auch Tech-DAX. Und aus meiner Sicht ist dort das Geld tatsächlich zu verdienen.
Also nochmal der Hinweis, ein differenziertes Bild brauchen wir, glaube ich. Und das sehen Sie schon, wenn wir uns die Schwellenländer insgesamt anschauen. Wenn Sie nach Russland gucken, nach Brasilien, dort haben wir in diesem, aber auch im nächsten Jahr negative Wachstumsraten. Demgegenüber China, Indien immer noch ganz substanzielles Wachstum. Das heißt, selbst in der Gruppe, in der sonst als homogen betrachteten Gruppe der Schwellenländer, haben wir auf einmal große, große Unterschiede, weil wir unterschiedliche geopolitische Risiken haben, unterschiedliche geopolitische Entwicklungen und eben auch unterschiedliche Wachstumskräfte, die wir innerhalb dieser Länder aktivieren können. Ich hatte das gesagt, China war ganz eindrucksvoll, wie flächendeckend, wie konsequent die in Bildung, in Infrastruktur investieren. Das heißt, aus meiner Überzeugung wird China tatsächlich Role Model werden für ganz, ganz viele Entwicklungs- und Schwellenländer. Es würde sich aber auch lohnen, den Blick ein bisschen abzuwenden, nur von den großen Schwellenländern vielleicht auch mal in Richtung sehr dynamischer Volkswirtschaften, die vielleicht noch nicht alle auf dem Zettel haben. Wenn Sie sich beispielsweise anschauen, Bangladesch oder Vietnam, na gut, einige von Ihnen werden sagen, das ist doch auch ein alter Hut, aber jedenfalls gibt es viele Länder, die von der Demografie her, von der Innovationsfähigkeit her, erkennbar sehr viel mehr Dynamik aufweisen werden als viele große Schwellenländer, die natürlich für Unternehmen, das kann ich verstehen, große Absatzmärkte sind. Aber wenn Sie wirklich Rendite erzielen wollen durch den Kapitalverkehr in diese Länder, dann sind es eher dynamische Länder und Dynamik entsteht wirtschaftlich dort, wo wir Innovationen haben und wo wir eben eine junge Bevölkerung haben, die eben auch ganz anders investiert, ein ganz anderes Risikoverhalten an den Tag legt. Hier nochmal zur Untermauerung, die Emerging Markets machen jetzt in diesem oder im nächsten Jahr 50% des Welt-BIP aus. Also wir sind gerade an der Schwelle, wo die genauso viel Gewicht haben werden oder haben wie die entwickelten Volkswirtschaften. Und das bedeutet auch, dass Sie sehen, die kreuzen sich nur kurz und dann geht die Schere auseinander. Das heißt, im Jahre 2050 haben wir eine völlig andere Weltwirtschaft. Das ist Stand heute auch nicht mehr aufhaltbar und das ist auch nichts Schlimmes, sondern wir müssen uns daran gewöhnen, dass die Weltwirtschaft sich neu ordnet, dass wir eine neue globale Ordnung haben, auch weltwirtschaftlich betrachtet, wahrscheinlich auch geopolitisch betrachtet, aber das ist das Faktum, mit dem wir eben auch an den Finanzmärkten und Kapitalmärkten umgehen müssen. Und Sie sehen, da gibt es eine Reihe von Branchen, die eben sich anbieten, um eben auch in diese Branchen zu investieren. Sie sehen, die Emerging Economies haben den Anteil der Bevölkerung, sondern eben auch was Mobile Phones und so weiter angeht, schon deutlich mehr als 50%. Das heißt, auch dort haben wir eine Verlagerung der Absatzmärkte in diese Länder. Sodass ich schließen möchte mit dem Hinweis, dass Wachstum natürlich möglich ist, dass wir aber kein offensichtliches Wachstum mehr haben, sondern dass wir sehr genau hingucken müssen, in welchen Branchen, in welchen Ländern wir Wachstum haben. Und das ist auch eine Frage an die Analysten und vielleicht auch an uns Volkswirte, genauer hinzugucken, Entwicklung etwas genauer noch zu analysieren, auch im Hinblick auf die Frage, wie entsteht Wachstum und unter welchen Bedingungen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, entsteht Wachstum und wie nachhaltig ist das Wachstum, was steht dahinter an Versprechen, an institutioneller Stabilität, auch das ist natürlich eine große Frage, die wir vielleicht auch im Nachgang noch besprechen werden, sodass ich glaube, alles dies zusammengenommen, auch die Anforderungen an Mobilität, an Infrastruktur, an die digitale Ökonomie, die eben auch ganz viel ändern wird an Märkten, an Marktabgrenzung, dass Technologie ganz wichtig ist und wenn Sie an Technologie und deren Rendite partizipieren wollen, dann müssen Sie über Aktien, glaube ich, nachdenken, über Kapitalmarktfinanzierung, IPOs, ich weiß nicht, Deutsche Börse ist, glaube ich, auch vertreten. IPOs war ja mal ein Segment, was, verschoben ist erstmal oder auch nicht. Können wir vielleicht noch drüber reden. Jedenfalls glaube ich, dass wir hier auch in Deutschland eine andere Mentalität brauchen, was Aktienfinanzierung angeht, was auch den Umgang mit Start-ups, mit Gründungskultur angeht. Und das hat am Ende ja auch was mit Finanzierungsfragen zu tun. Und insofern glaube ich, dass es Chancen gibt, aber die muss man eben auch regulatorisch und am Ende natürlich auch wirtschaftspolitisch nutzen wollen.
Und das ist mein Plädoyer und ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank.